bringen. Und dann haben wir hier die Arma Nero Reifen, die Original Sand Scorpion. Und das heißt Original, ich glaube, die auf dem Raider gab es die vorher, aber egal. Ja, das ist das Einzige, was geändert wurde. Und gucken wir mal, wie der sich jetzt hier verhält. Ich wurde jetzt schon im Stich gelassen von zwei Autos. Vielleicht seht ihr nochmal was davon. Das gegenüber Kupplung im Arsch irgendwie scheinbar oder lose oder was, über Reifen einfach ab und so. Und ich hoffe, dass er heute hier nicht enttäuscht. Gucken wir mal, wie der Unterschied da so ist. So, Akku 6S, Spektrum Pro Basher 6800 mAh. Ist die erste Fahrt aber. Deswegen gehe ich jetzt nicht ganz so hart ran. Der Akku hat eine Akkuladung quasi hinter sich. Macht da ja gerne ein paar mehr am Anfang, bevor sie in die Autos reinkommen, aber das hat sich jetzt ja so gegeben. Ist ein Unterschied, auf jeden Fall jetzt schon im Fahrer, finde ich, zum letzten Mal, wo ich hier gefahren bin. Viele meinen direkt für eine Pro-Line drauf. Das ist mal great, schon keine gute Idee. Gut, hier haben wir ein bisschen längeres Auto. Sieht auch cool aus. Mache ich vielleicht auch mal, aber ich fand jetzt geil auf den quasi namentlich und optischen Nachfolger des Big Rock dann die Reifen vom Nero drauf zu machen, wenn man bedenkt, dass der originale Nero, original Big Rock auch ein Nero war. Eine quasi Tuning-Version. Sehr schön, oh, wow, alter Schwede. Das sind Hammerreifen für ihn. Ich wollte erst die vom Creighton EXB drauf machen, die habe ich nämlich gerade ab. Aber ich sage nein, die Reifen liegen im Schrank, die müssen mal bewegt werden. Der gute André, dank dem habe ich die, falls du das hier siehst, schöne Grüße. Das erste Mal, seit wir damals getauscht haben, ich glaube, wir hatten getauscht, ne? Dass die bewegt werden tatsächlich. Besser in der Luft, definitiv. Man hat ein sicheres Gefühl, mit den Reifen mehr Wucht haben. Trotz Stockritzelung. Schön smooth, ey. Ja, ich glaube, wir haben ein paar Leute mir das Gelände versaut. Die Maschinen. Falls du das jetzt siehst, ich bin natürlich vorsichtig. Ne? Der gute AB Racing will ihn unbedingt fahren in Hemmelsee. Und die haben die Fokus eigentlich noch vorher was zu reparieren. Aber ein bisschen vorsichtig sein hier. Ne? Das hier ist vielleicht erstmal das letzte Video, was ich hier drehe, seit ich komme hier hin, weil das hier ist ein Gelände in Bremen, wer das wissen möchte. Da war auch bis eben meine Arbeitsstelle, ich habe heute meinen letzten Tag gehabt und ja, war alles richtig cool, schöne Verabschiedung und so weiter. Ja, wenn das irgendeiner von meinen Ex-Arbeitskollegen sieht, ja, schöne Grüße an euch nochmal, danke. Und ja, und wir sind jetzt hier eine Woche vor Ostern. Nach Ostern geht es in der neuen Firma weiter.
Und ja, das auch nochmal eben so als Backstory zu heute. Und da ist das hier den Big Rock Ballern auf 6S mit Armalevo-Reifen. Ein gelungener Abschluss, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Nachdem eben gerade mein quasi Techno MT410 Killer auf Armor-Basis versagt hat. Und der Granite XB Umbau, da hat irgendwie die Technik versagt, die Kupplung, die China-Kupplung, die ich da getestet wollte, hat auf jeden Fall schon mal gefailt. Gucken wir uns mal in einem Werkstattvideo an, würde ich sagen dann. Ja, eigentlich muss ich aber den einen oder anderen Ausflug hier hin machen auf jeden Fall, das ist bloß von zu Hause eine Stunde ungefähr weg. Ja, das heißt im Umkehrschluss, ich habe eine Stunde Arbeitsweg gehabt. Weil ist jetzt die Frage, das Auto ist teuer, wir haben das halt auch schon mal in Videos besprochen. Ne, ist der Creighton EXP Pro 2 der bessere Deal? Aufgrund der abgedateten Teile, die der teilweise hat. Und natürlich dann den EXP Teil. Aber der fährt hier aufgrund seiner Chassislänge so geil. Ja, dann aber nochmal neue Reifen rein investieren. Gut, die Straßenpreise sind jetzt auch nicht so schlimm wie die UVP-Preise da. Und dann liegen die auch dichter zusammen. Aber was wir nochmal testen könnten, das müssen wir dann ja eigentlich auch hier machen zum Vergleich. Das Speedritzel liegt da nochmal bei. Wie ist seine Performance mit Originalreifen und Speedritzel? Ne? Wobei ich es angenehm finde, dass er hier mit dem Ritzel weiterfährt, was Belastung und so weiter angeht. Ne? Also manchmal sind andere Reifen einem Ritzeländerung überlegen halt. Ne? Das muss man dann mal ausprobieren. Also ich finde das Ergebnis hier super. Es ist ein mega geiles Auto zum Fahren. Macht richtig Bock. Klar hat man hier einen MT-Look mit Truckie-Fahrverhalten. Ich mag das. Weil man kann einfach ohne große Konzentration rumballern halt. Und er sieht cool aus. Ja, das war auf jeden Fall ein gelungener Abschluss hier. Macht mega Spaß. Aufgrund der Optik kann ich ihn einfach empfehlen. Er sieht einfach so geil aus, Leute. Ich habe auch schon ein paar Mal den Moment zu Hause, wenn jemand so vor Ort zeigt, den mal her. Geil. Ne? Und ich meine, daneben steht ein Creighton 8S im Regal. Also, die Leute sagen, guck mal her. Ja, gut, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich will nach Hause und noch meinen Urlaub genießen. Und und mal gucken, was. Mein alter Job hat mich quasi hier so ein bisschen hin verschlagen. Beziehungsweise den Tipp bekommen hier, dass es hier ist. Leider war ich hier viel zu selten, war natürlich auch Winter. Und mal gucken, wo mein neuer Job, was der mir so für Spots vielleicht präsentiert. Gut, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.